Hi Leute, Felix hier vom Autopflegeshop. Heute gehe ich der Frage nach, welches Polierpad passt auf meinen Polierteller, den ich da habe. Wir kriegen sehr, sehr viele Nachrichten von Anfängern, die gerade anfangen zu polieren und die suchen vergeblich nach einer bestimmten Padgröße. Welche das ist, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ihr kennt das vielleicht, wir haben eine Chat-Funktion, also mit uns könnt ihr über Chat kommunizieren, über E-Mail oder bei uns anrufen und Fragen stellen. Und diesmal beschäftige ich mich mit einer Frage von vielen Anfängern, die sich ja zum ersten Mal eine Poliermaschine gekauft haben. Und wenn man sich zum ersten Mal eine Poliermaschine kauft, dann achtet man nicht so drauf, was da jetzt für ein Teller mitgeliefert wird, aus den Einzelheiten. Und wenn die Maschine dann da ist, dann misst man den Teller nach und dann fängt man an, geht man dann auf die Suche nach dem richtigen Polierpad. Ja, es gibt verschiedene Stützteller auf dem Markt und es gibt Hersteller, die das Ganze ja nach Belieben kombinieren und dann verkaufen. Und haben sich so ein paar Größen als Standard kristallisiert, ne? Und auf diesen Größen basieren auch das Herstellen der Pads. Wenn ihr so einen Standardstützteller habt, dann habt ihr natürlich auch einen Vorteil, habt eine größere Auswahl von verschiedenen Pads. So, die gängigen Stützzellergrößen. Fangen wir mal mit der größten an, mit dem größten Stützteller, also standardmäßig an, sind 150 mm. Meistens wird dieser Teller 150 mm an Großhubmaschinen verwendet, also an Maschinen, die, sag ich mal, so bei 21 mm Hub liegen, um ein bisschen schneller vorwärts zu kommen und größere Flächen damit bearbeiten zu können. Als absolute Standardgröße hat sich der 125 mm Stützteller positioniert, ne? Also dass wir die meisten Maschinen, ja, sag mal so von 8 bis 15 mm laufen mit dem 125 mm Teller. Also es muss jetzt nicht APS sein, ich habe das jetzt einfach so jetzt genommen, aber es gibt von Rupes, von Flex, von allen möglichen Firmen halt 125 mm Teller und das ist so die gängigste Größe, sage ich mal, bei einer normalen Poliermaschine. Und da mit diesem 125 mm Teller kriegt ihr auch die größte Auswahl an Pads, ne? Deswegen guckt ein bisschen, wenn ihr jetzt eine neue Maschine kauft, guckt ein bisschen nach dem Stützteller, was ist das für eine Größe, und wenn ihr Anfänger seid, dann guckt so nach dem 125 mm Teller, da kriegt ihr so die größte Auswahl von Pads, von günstigen bis teuren, bis Luxus-Pads, bis zum alle möglichen Sachen. So, dann gibt es so ein bisschen, Nischenprodukt, sage ich schon mittlerweile, sind so 90 mm Pads. Das ist eine, habe ich von DAP geholt. Die wird dann mit der Maschine ausgeliefert, oder 89 mm, so um die 90 mm. Das kommt recht eher selten vor, oder seltener vor. Die Standardgröße für einen kleinen Polierteller sind 75 mm. Das ist diese Größe hier. Für diesen 75 mm Teller bekommt ihr auch alle möglichen Pads in verschiedenen Variationen und Farben und Härtegraden. Also wirklich auch eine Standardgröße, die ich euch ans Herz legen möchte. Also wenn ihr jetzt eine kleine Poliermaschine kauft für kleinere, engere Bereiche, dann ist der 75 mm Teller wirklich eine super Wahl. Des Weiteren geht es dann schon ins Micropolishing. Das sind dann die 50 mm Teller, haben sich da wirklich durchgesetzt, und die ganz kleinen 30 mm Teller. Also da kriegt ihr auch eine riesen Auswahl an Pads. Die 50 mm Teller werden sehr, sehr häufig an so kleinen Mini-Poliermaschinen verwendet, wie ein Proxen oder Rupes Hybrid, genauso wie die 30 mm Teller. Wir haben im Shop auch von APS auch die 50 und 30 mm Teller, auch für eine normale Rotationsmaschine mit einem M14 Gewinde. So, das war jetzt eine kurze Übersicht zu den Stütztellergrößen, was es da so für Standardgrößen gibt. Und jetzt müssen wir die richtigen Polierpads finden. Und da gibt es zwei Fragen erstmal zu klären. Frage Nummer 1, wenn ihr so ein Polierpad aussucht, wird meistens eine Größe von diesem Polierpad angegeben. Und da muss man als erstes abklären, was ist das für eine Größe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein APS Pro Pad in lila, also ein Cut Pad. Und wenn ich den mal so drehe, dann sehe ich so zwei verschiedene Seiten. In der Beschreibung steht drin 149 mm. Bei uns ist das so, und woanders auch, so zu 80-90% wird das so sein, dass die Schaumstoffseite gemessen wird, 149 mm. Wenn ich das Pad aber drehe, dann sieht man ja schon, dass die Klettseite, also diese Klettoberfläche, im Durchmesser kleiner als die Schaumstoffseite ist. Das hat einen bestimmten Grund, das erzähle ich gleich nochmal, aber das müsst ihr als erstes abklären. Irgendwo in der Beschreibung wird stehen, wie groß die Klettoberfläche ist, und das ist für euch dann wirklich entscheidend. Ihr müsst gucken, was habe ich für einen Teller und was habe ich für ein Pad und passen diese beiden zusammen oder nicht. Frage Nummer 2 wäre dann zu klären, muss meine Klettseite bzw. mein Pad genauso groß sein wie mein Teller? Und das ist zu 80-90% nein. Ne? Und es gibt ein paar Ausnahmen, wo es sein kann, dazu komme ich gleich noch, aber
erstmal zu den Standards. Also Standard, wir nehmen mal diesen 125mm Teller und dieses Pad als Beispiel. Ne? Das ist APS Pro Cut Pad. Und bei den Angaben könnt ihr sehen, 149mm Schaumstoffseite und 135mm die Klettseite. So, wenn ich jetzt diesen 125mm Teller gerade auf der Klettoberfläche platziere und dran klebe, ja, dann sieht man hier, dass, dass der Teller kleiner ist als die Klettoberfläche. Und das muss auch so sein, denn es hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1, diese Maschinen haben ungefähr ja zwischen 8 bis 15 mm Hub. Das heißt, die bewegen sich seitlich, also in verschiedene Richtungen. Ne? Und wenn ich jetzt ein Fahrzeug poliere, dann kann es passieren, wenn das Pad jetzt genauso groß wäre wie, wie mein Teller, dann würde das einfach gegen meinen Lack ballern und dann würde ich mir mit der Kante von einem Stützteller einfach das Fahrzeug zerkratzen. So habe ich hier eine, ja, so eine Kante, so eine Sicherheitskante, so dass es nicht passiert. Ne? Also wenn ich jetzt poliere und merke, okay, ich komme jetzt gegen das Auto, dann wird nur die Schaumstoffseite gegen, gegen den Lack kommen und nicht komplett diese harte, ja, harte scharfe Kante von einem Pad. Also das ist einmal geschützt. Das, die zweite Sache ist, das ist ein recht hartes Pad, aber wenn ich jetzt ein weiches Pad habe und Druck ausübe, dann kann es passieren, dass beim Drücken, beim Zusammendrücken des Pads, also während des Poliervorgangs, die Kante von dem Stützteller auf das Polierpad Druck ausübt, mit dieser scharfen Kante. Wenn diese Klettoberfläche jetzt kleiner wäre, ne, ich klebe das einmal um, wenn es jetzt so wäre, ne, es ist jetzt nicht so, aber wenn es jetzt so wäre, dann würde ich beim Poliervorgang, wenn ich jetzt auf das Pad draufdrücken würde, mit dieser scharfen Kante einfach den Schaumstoff einfach zerfetzen. Ne? So, damit das nicht passiert, nimmt man eine größere Klettoberfläche und dieser Überstand von dem Klett, der schützt dann meinen Schaum gegen diese scharfe Kante von dem Polierteller. Und dieses Pad hat hier zum Beispiel so eine kleine Sicherheitsabstufung, ne, damit das nochmal ein bisschen ausgeglichen wird von dem Druck her. Es gibt aber Pads, die sind einfach gerade geschnitten, da müsst ihr so aufpassen. Dasselbe gilt auch für die 150mm Stützteller sowie für die 75mm Stützteller. Das Pad soll möglichst ein bisschen größer sein als mein Stützteller. Bei uns im Shop ist das extrem leicht, das passende Pad rauszufiltern für euren Teller. Und zwar geht ihr einmal in dem Hauptmenü, in dem schwarzen Balken auf Poliermaschinen und dann als Unterpunkt Poliermaschinen-Pads. Und danach bekommt ihr ein Menü mit unterschiedlichen Stützstellergrößen. Da müsst ihr einfach nur gucken, was habe ich für einen Stützsteller, 125mm, klickt ihr drauf und dann werden die ganzen Pads einfach gefiltert und ihr bekommt eine Anzeige nur mit Pads, die perfekt für euren 125mm Teller passen. So ist das mit jeder Stützstellergröße. Ihr klickt einfach drauf und dann könnt ihr einfach mal angucken, welche Variation von dem Pad euch besser passt. So, jetzt gehen wir in den Micro-Polishing-Bereich und die Stützsteller werden immer kleiner und kleiner. Jetzt sind wir bei 50mm angekommen und bei 50mm und bei 30mm Stützstellern ist das so eine Kombination aus verschiedenen Pads. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Rupes-Pad, so einen kleinen Rupes-Pad für den 50mm Teller und der ist hier mit der Größe 54mm Klettseite und 70mm Schaumstoffseite angegeben. Wenn ich jetzt hier die Hybrid nehme und mit einem 50mm Teller und das Ganze mittig platziere, dann habe ich hier so einen ganz, ganz kleinen, vielleicht Millimeter Abstand, 1-2 mm Abstand zu der Kante, ne, und kann dann polieren. Bei diesen 50mm Tellern, also meistens nimmt man ja so kleine Poliermaschinen, ist das sehr leicht, die Maschine zu kontrollieren. Die schlägt jetzt nicht so aus. Ich habe jetzt nicht so ein Riesending, was 2,5 Kilo wiegt, sondern das ist so eine kleine Maschine, was unter 1 Kilo Gewicht hat, ne, und dann poliere ich das und dann sehe ich genau, wo die Maschine jetzt poliert. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Teller jetzt gegen das Fahrzeug schlage, bei diesen konischen Pads sowieso extrem gering. Deswegen nimmt man bei solchen 50mm Stütztellern immer kleinere Pads. Es gibt aber auch für diese Größe gerade geschnittene Pads, also genau exakt 50mm. Und wenn ich jetzt dieses Pad an, das ist hier zum Beispiel APS Pro aus der Miniserie 50mm, und wenn ich dieses Pad jetzt an der 50mm Stützteller platziere, dann sieht man, dass hier überhaupt gar kein Abstand ist. Das ist einfach gerade geschnitten. Warum ist das so? Weil meistens, also im Micro-Polishing-Bereich, diese kleinen Poliermaschinen, die sind ziemlich teuer, die sind meistens bei den Pros zu finden und die Pros haben halt, ja, erstens mehr Kontrolle über die Maschine und zweitens wollen die nicht einfach so jetzt einen 50mm Teller haben, sondern die wollen in kleine, engere Bereiche, ne, und die wollen die Fläche so klein wie möglich haben. Und wenn ich die jetzt so daneben halte, dann sieht man, also 20mm Durchmesser,
was das ausmacht. Ne? Also das ist hier 70 mm und da sind hier 50 mm. Das ist um einiges kleiner, das Pad. Und das ist halt so gewollt, ne? Weil man so eine kleine Maschine halt besser zu kontrollieren ist und meistens ja von Pros genutzt wird. Deswegen möchten die auch gerne so ein kleines Pad haben. Genauso ist das bei diesen 30 mm Stütztellern. Also es gibt auch Pads, die jetzt so konisch geformt sind. APS Zoom X, das sind die neuen Zoom X Pads. Wenn ich den jetzt hier so platziere, dann ist die Klettseite 34 mm und die Schaumstoffseite liegt bei 45. Das ist also wird dann zur Polierseite oder zur Schaumstoffseite dann halt größer. Und ich habe hier so einen kleinen Überstand von einem Pad. Das wird also nochmal zusätzlich geschützt. Aber es gibt auch eine Variante, die einfach gerade geschnitten ist, bei dieser aus der APS Pro Mini Serie. Die sind komplett gerade geschnitten, 30 mm. Und wenn ich den hier drauf platziere, dann habe ich hier überhaupt keinen Überstand. Kann jetzt hier mit diesem Pad in viel, viel engere Bereiche reinkommen und meistens auch von Pros genutzt. Die können die Maschine kontrollieren und die wünschen sich das Pad so klein wie möglich. Deswegen gibt es auch diese gerade geschnittenen 30 mm Pads. Fazit des Ganzen ist, wenn ihr euch eine Poliermaschine kauft, guckt genau, was für ein Polierteller wird da mitgeliefert, beziehungsweise was für ein Polierteller kann man mit der Maschine betreiben. Es wäre vom Vorteil, wenn es jetzt wirklich absolute Standards sind, also entweder diese 125 mm oder die 75 mm Variante. Da seid ihr wirklich sehr, sehr gut bedient mit allen möglichen Pads und allen möglichen Variationen. Bei den Polierpads ist das so, das Polierpad muss ein bisschen größer sein als mein Stützteller, denn dann habe ich mehr Sicherheit. Und grundsätzlich ist das so, wenn ihr Anfänger seid, dann sind diese Polierpads, also diese konisch geformten Pads, für euch ein bisschen sicherer, ne? Oder Pads halt mit so einer Sicherheitskante. Und je mehr ihr poliert, je mehr Erfahrung ihr mit der Poliermaschine sammelt und je mehr ihr ins Micropolishing einsteigt, umso kleiner wird die Fläche. Also so, das wird auch so gewünscht, dass die Polierfläche extrem klein ist, um auch in die kleinsten Bereiche damit durchzukommen. Das hier sind so die grundsätzlichen Informationen. Also es gibt immer wieder Ausnahmen, es gibt immer wieder irgendwelche Sondertellergrößen, Sonderpadgrößen und so weiter. Aber das ist so die grundsätzliche Information für euch, um schnell das richtige Pad zu finden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn das so ist, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal, das ist einfach kostenlos. Einfach auf Abonnieren klicken und euch benachrichtigen lassen, wenn neue Videos kommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst.